Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen Sisyphus. Der ewige Versuch, einen Felsen auf einen Hügel hochzuwuchten, könnte im Südsudan geradezu Pate gestanden haben. Vor allem, wenn man den hoffnungsvollen Beginn von vor 5 Jahren noch im Hinterkopf hat. Aber wegschauen, wegbleiben, Südsudan seinem Schicksal zu überlassen, ist keine Option. Gerade jetzt ist unsere Beteiligung an der von der UNO geführten Friedensmission notwendiger denn je. Es geht um den Kernauftrag der Mission, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Wiederbelebung des Friedensprozesses. Die schweren Unruhen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungs- und Oppositionstruppen im Juli haben vor allem die Hauptstadtregion um Juba erschüttert. Die eskalierende Gewalt richtete sich gegen Zivilisten, auch gezielt gegen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Der Friedensprozess bleibt brüchig. Ebenso bleibt aber das internationale Engagement, unser Engagement, weiterhin notwendig. Die humanitäre Situation im Südsudan ist dramatisch, wir haben es gehört. Rund 5 Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Bevölkerung, ist auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Im Land selbst sind etwa 1,6 Millionen Binnenflüchtlinge unterwegs. 1 Million sind in die Nachbarländer geflüchtet. Schätzungen der Kinderhilfswerke gehen davon aus, dass nur etwa die Hälfte der Neugeborenen den ersten Monat überlebt. Auch die Müttersterblichkeitsrate ist die höchste weltweit. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Fluchtursachen aus. Kann sich wirklich jemand die Beilegung des Konflikts mit all seinen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung ohne ein intensives Engagement der internationalen Gemeinschaft auf vielfältige Art und Weise vorstellen? Ich nicht. Das mühsam zustande gekommene Friedensabkommen vom August 2015 braucht bei der Umsetzung und der Einhaltung internationale Unterstützung. Und auch in Zukunft werden wir hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hinzu kommen die internen Vorwürfe, und Staatsminister Roth hat es ausführlich ausgeführt, von Führungsmängeln und Versäumnissen gegen den größten Truppensteller von UNMISS. Gerade deshalb bleibt es aber weiterhin richtig und wichtig, dass wir die Mission im Südsudan auch weiterhin begleiten. Seit ihrem Beginn hat Deutschland die Mission mit Stabspersonal unterstützt, die Führungs-, Beratungs- und Beobachtungsaufgaben wahrnehmen. Herr Kollege Fietz, ich muss Sie mal unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Vogler? Ich finde, Sie kann nachher eine Intervention machen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Okay. Und hinzu kommen dann auch noch die Hilfe bei der technischen Ausrüstung und Ausbildung für die Truppenstellen der Nation. Die Herausforderungen sind weiterhin gewachsen. Der Konflikt flammt in Wellen der Gewalt immer wieder auf und wirft die Friedensbemühungen zurück. Unsere Polizeiausbilder mussten im Juli evakuiert werden. Und erst vor kurzem konnte die deutsche Botschaft in Juba wieder besetzt werden. Das zeigt, wie fordernd dieser Einsatz ist, für den ich allen Beteiligten, unseren Soldatinnen und Soldaten von ganzem Herzen danke. Sie dienen dort auch in unserem Interesse. Im Rahmen von UNMISS leisten wir mit den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union einen substanziellen Beitrag zur Bewältigung des Konflikts. Kernaufgabe bleibt der Schutz der Zivilbevölkerung und die Einhaltung der Menschenrechte. Es ist unglaublich mühsam, den Friedensprozess im Südsudan voranzubringen. Der Beitrag Deutschlands orientiert sich daher an den kontinuierlichen Bemühungen der Bundesregierung für eine dauerhafte Konfliktbeilegung in der Region. Und UNMISS bietet die Chance, die Gewaltspirale zu durchbrechen. Wir sind bereit, diese Chance zu ergreifen, damit die Republik Südsudan am Ende ihrer Bevölkerung eine Perspektive in Sicherheit, Frieden und Freiheit bieten kann. Und deshalb wird die Koalition dem Antrag der Bundesregierung zustimmen. Südsudan braucht auch unsere Unterstützung. Und wegschauen ist keine Option. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Vogler um eine Kurzintervention gebeten. Bitte schön.